So, hallo liebe Follower. Hier sehen wir mal wieder ein typisches Beispiel, wie weit ein Hundetraining gehen muss, damit man im Alltag dann auch besteht. Wenn ich jetzt gleich die Kamera drehe, dann sehen wir die Pudelhündin Maya, die mit Judith hier bei mir seit einigen Monaten im Training ist. Und es geht hier ganz klar um Bindungsarbeit und um Alltagstauglichkeit. Maya ist ein sehr nervöser, sehr hektischer Hund gewesen und hat sich nicht ganz so auf die Führung von Frauchen verlassen. Das haben wir geändert, indem wir das stufenweise aufgebaut haben. Und hier ist das Ergebnis. Die Aufgabe von Judith ist, Maya im Alltag zu führen. Wir haben die Schleppleine noch dran, aber sie ist eigentlich nicht unter Kontrolle. Man sieht sehr gut, wie sich Maya an ihrem Frauchen entsprechend orientiert. Und genau darauf kommt es im Alltag an, dass auch in Situationen, wo es mal ein bisschen enger wird, viel Bewegung ist, Fahrräder den Weg kreuzen oder auch andere Hunde. Weich mal nach rechts aus, dass der Hund genau weiß, wo er hingehen muss. Prima. Okay, beweg dich mal ein bisschen hin und her. Versuch mal wieder die Richtung zu ändern, Kreise zu ziehen. Okay, wir haben hier Geräusche im Hintergrund. Wir haben Menschen, die aus Geschäften rauskommen. Okay, erhöhe mal das Tempo. Werd mal wieder langsamer zwischendurch. Sehr gut. Kannst auch mal stehen bleiben und loben. Und auch Belohnung ist auch okay. Prima. Jawohl. Und nimm sie mit. Und geh. Und geh. Geh weiter bis zur nächsten Kreuzung. Sieht gut aus. So zum Beispiel hier, was so typisch ist, Schiebetüren, da könnte jetzt plötzlich jemand rauskommen. Der Hund muss sich aber trotzdem auf Frauchen konzentrieren oder auch mal an Menschenmengen vorbeigehen. Hier wird es wirklich eng. Gutes Beispiel. Auch hier, Frauchen bleibt stehen, wartet Situationen ab und fordert sie wieder auf mit. Wenn der Hund das verstanden hat, muss der auch vor allen Dingen in der Lage sein, dem führenden Menschen entsprechend zu vertrauen. Und das muss stufenweise aufgebaut werden, sonst versteht der Hund im Alltag nicht, was seine Aufgabe ist. Eine der letzten Situationen, Einfahrten, wo man stehen bleiben muss, plötzlich, weil ein Auto rauskommt. Verengte Bürgersteige, ein anderer Hund, der uns überholt. In diesem Fall ist es mein Hund. Aber hier sieht man, Maya ist wirklich unheimlich konzentriert und genau so soll es sein. Okay, im Wesentlichen war es das. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zum Zugucken. Und auch mal wieder zu zeigen, was alles möglich ist, wenn es um Alltag und Führung geht.